Hier ist PC-Spiele Tipps und Tricks mit Tag 13 der Eroberung von Map 149 in Desert Order. Auch am 13. Tag unseres Eroberungsfeldzuges auf Map 149 ist wieder eine Basis von Oink auf dem Plan. Hier nochmals ein Eindruck davon, was wir für so einen Kampf alles aufbieten. Auch heute ist es schließlich eine voll ausgebaute Basis mit 29 Flaks der Stufe 3. Inzwischen sind alle angrenzenden Basen auf diesem Niveau. Da der Kampf nichts Neues bot, habe ich ihn ganz bewusst auf wenige Sekunden zusammengeschnitten. Den Ablauf solcher Basiskämpfe hatte ich in den vorhergehenden Folgen bereits zur Genüge beschrieben. Deshalb mache ich es heute einmal kurz und schmerzlos. Daneben gibt es noch eine ganze Reihe kleiner Scharmützel mit Oink. Manche erscheinen eher wie Zeitvertreib als von strategischer Bedeutung. Andere haben die Intention, Oink am Aufbau einer schlagkräftigen Truppe zu stören. Immer wenn er versucht, Einheiten zusammenzuführen, ist dies eine Gelegenheit, ihn zwischen den Basen zu erwischen. Insgesamt war dies aber ein sehr ereignisloser Tag. Ich denke aber, es ist nicht zu viel verraten, wenn ich heute bereits ankündige, dass dies der letzte so ruhige Tag war. Von nun an wird es sehr viel anspruchsvoller, und zwar nicht, weil wir das so gewollt hätten. Aber dazu dann natürlich sehr viel mehr in den nächsten Folgen dieser kleinen Let's Play Desert Order Reihe. Am besten diesen Kanal sofort abonnieren, um keine Folge zu verpassen.